Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte einen stylen Talk machen, in dem ich euch ein bisschen über meine heutige OP erzähle und wie es so weitergeht und wie ich mich danach fühle und weiß ich, was mir halt einfällt in meinem Zustand. Ja, ich habe mich heute irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich war nicht aufgeregt oder sowas. Ich hatte eine Kolostomie, schreibt immer dahin, was ich genau hatte. Ich werde jetzt mal die Foundation hier nochmal verwenden. Autsch. Mit dem Primer. Dazu benutze ich den Love Primer. Und ich hatte so ein kegelförmiges in der Uniklinik eine Operation, den Papabstrich, die Viren, die sich dort, die Zellen, die sich verändert haben, die in den Gebärmutterhalskrebs kommen können, entfernen lassen. Das war jetzt schon meine zweite OP. Letztes Jahr hatte ich auch eine im März. Nee, im Mai. Im Mai hatte ich die, April, und jetzt hatte ich sie wieder im Oktober 2019. Also 1,5 Jahre später musste das wieder entfernt werden. Mal gucken, was von meinem armen Gebärmutterhals noch übrig bleibt. Ja, wie es dazu kam, es war eigentlich schon seit 2 Jahren so immer mal wieder in Kontrolle. Und ja, keine Ahnung, ich wusste erst gar nicht, was die von mir wollen. Und dann hat sich eigentlich entschieden, ja gut, sie müssen operiert werden. Die erste OP fand ich ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen, weil ich schon mit vollem Bewusstsein meine Beine geöffnet habe und schon mit offenen Beinen da war. Jetzt im Nachhinein weiß ich nicht, was ich besser finde. Ob man, ich finde es halt besser, ich wurde eingeschläfert, ich war schon in diesem OP-Anzug, sag ich mal, in diesem OP-Hemdchen. Hab geschlafen und die haben gemacht mit mir, was sie wollten. Ich weiß nicht, ob ich das besser finde oder mit vollem Bewusstsein, aber dort habe ich auch ein bisschen rumgezittert, weil es einfach kalt war. Es war einfach kalt, es ist unbequem und so hatte ich wenigstens die Möglichkeit, es nicht mitzukriegen. Ja, es ist eh unangenehm. Ich denke, jeder kann sich das gut vorstellen, dass es einfach unangenehm ist, wenn man beim Frauenarzt ist oder irgendwas und da einfach mit vollem Bewusstsein seine Beine jemandem Fremdes öffnen muss. Und für mich ist das jetzt nicht so, dass ich sage, boah, das ist so geil, ich mache das super gerne. Deswegen war das für mich bei der ersten Operation so, oh, voll unangenehm, voll. Ja, nicht so mein Ding. Bei der zweiten war jetzt so ganz normal, ich wurde dann eingeschläfert. Wurde dann in den OP-Saal geführt und wurde dann operiert und wurde dann zurechtgelegt, sag ich mal. Besser als wenn man das alles so nebenbei irgendwie. Also, ich weiß nicht. Ich fand es halt besser so. Ich war dort dann noch 4 Stunden nach dem OP noch drinne. Also, was mich dann auch genervt hat, weil wenn ich nach Hause darf, wenn das schon eine ambulante Operation ist, wieso darf man danach nicht gleich nach Hause? Ich war fit genug, also manche haben irgendwas im Kreislauf, ich nicht. Das Erste, was ich will, ist immer heim. Das ist auch das Erste, Kaffee und nach Hause. Ja, und dann war ich die ganze Zeit vor lauter den ganzen Leuten immer mal wieder wach geworden. Was natürlich mir daheim auch passiert hätte können, aber nicht so in diesem. Ja, man ist einfach in seinen eigenen vier Wänden. Man fühlt sich einfach daheim, denke ich mal, am wohlsten. Ist mir halt einfach lieber zu Hause zu sein. Da kommt nichts mehr raus. Ja, und der Verlauf so an sich ist okay. Ich weiß nicht, das ist natürlich eine Uniklinik, die macht das viel, viel häufiger als vielleicht andere Kliniken. Ist auch jetzt mittlerweile die einzige hier in Freiburg, die das machen. Früher hat es noch jemand in Umkirch gemacht. Jetzt gibt es das nur in Freiburg. Selbst die OP. Und manche waren da noch den ganzen Vormittag. Also es war schon 12, als ich gegangen bin. Und die haben noch auf ihre OP gewartet, die Armen. Ja. Ich weiß nicht. Ich fühle mich gut. Ich kann mich nicht beklagen, sage ich mal. Nochmal brauche ich das nicht.
Ich muss sagen, die Foundation liegt auf jeden Fall ein Ticken besser mit. Also je öfter ich sie benutze, je besser liegt sie. Ich benutze das Fit Me Set and Smooth Puder. Mega interessant, weil das überhaupt nicht so ein matt Puder ist, sondern matt und soft irgendwie. Ja, mir geht's wieder gut. Mir ging es ja vorher nicht schlecht. Ich hoffe nur, jetzt habe ich meine Ruhe und bin ein bisschen energievoller im Leben als jetzt die letzten paar Wochen. Das war jetzt echt anstrengend. Irgendwie war ich immer so müde und erschöpft. Weiß ich nicht. So, wir fangen an mit der Zoeva Kaffeepalette. Ich habe die schon sehr lange daheim, so ungefähr 2-3 Wochen, und wollte die unbedingt mit euch austesten. Ich kann mich gerne im Bordeaux oder auch im grünen Bereich aufhalten. Am besten im grünen Bereich, ne? Alles easy peasy, alles easy peasy, alles easy peasy. Ich fange an. Ich fange mit denen hier an. Das ist wirklich super schön. Und trage ihn mir erstmal in der Lidfalte auf. Ja, hattet ihr schon mal so eine OP? Also beim ersten Mal erzählen hat mir schon jemand mal geschrieben, dass sie das erste Mal auch so eine OP hatte. Ich hatte es jetzt zweimal und beim dritten Mal muss man halt echt darüber sprechen, ob man eine Gebärmutterentfernung macht. Ich hoffe natürlich nicht, dass es so weit kommt, weil es kann nur komplizierter werden, wenn man irgendwelche Sachen entfernt, die man eigentlich als Mensch schon benötigt. Vielleicht fehlt es mir dann an Lebensfreude, keine Ahnung. Ich weiß das ehrlich gesagt nicht, wie das so ist. Hier ist sowas ganz Grünes und hier ist sowas ganz Dunkelgrünes, also es ist so ein Grün-Braun. Herrengasse. Wir nehmen die Herrengasse nicht. Ich möchte so ein bisschen im kühleren Segment bleiben. Die Zoeva Paletten sind mittlerweile schon wieder teurer geworden. Was aber die Qualität ja nicht verbessert hat. Ich finde das ja sehr interessant, wenn man ein Business aufmacht und die Paletten schon nicht so günstig anbietet und auf einmal werden sie teurer. Warum? Ich habe dazu noch nichts mitgekriegt. Ich habe nur bei Douglas gesehen, dass sie auf einmal teurer sind. Ja. Ja, und ich werde euch dann, sobald ich wieder irgendwelche Ergebnisse habe, ich war jetzt Stufe 4AP. Und werde euch, sobald ich weitere Ergebnisse habe, natürlich berichten. Ich meine, ihr seid auch ein Teil meiner Ding. Ich muss euch nicht alles Private natürlich berichten. Es bleibt mir frei und ich entscheide das selber. Aber ich wollte das, vielleicht war da ja noch jemand, der damit zu kämpfen hat. Ich habe meine Tochter jetzt gegen HPV-Viren impfen lassen. Es gibt Menschen, die machen das nicht. Ich muss das irgendwie selber zahlen und dann bekomme ich das von der Krankenkasse. Das möchte ich demnächst machen. Deswegen gibt es für mich ein Low-Buy. No-Buy, was auch immer. Weil ich mir das alles nicht finanzieren kann sonst. Ich kann meine eigene Gesundheit sonst nicht finanzieren, wenn ich an Paletten denke. Ich benutze jetzt diesen Cup of Joy und trage ihn so ein bisschen hier so auf. Ich versuche halt ein bisschen dunkler zu gehen. Also ich mag das, wenn der Rand richtig schön dunkel ist. Darauf stehe ich einfach. Gefällt mir am meisten in meinen Augen. Aber der ist so ein bisschen gerade fleckig. Ich liebe übrigens den Morphe M514 Pinsel. Der ist richtig schön klein. Mir ist auch ehrlich gesagt das Licht gerade ein bisschen zu hell. Meine Augen werden kleiner und kleiner. Ich habe vergessen, meine Augenbrauen zu machen, sehe ich gerade.
ja, wie steht ihr denn dazu? Würdet ihr eure Kinder impfen lassen oder nicht? Weil ich habe das gemacht, weil ich ja jetzt so einen Kampf damit habe. Jeder ist ja seinem. Es ist immer so, jeder soll das machen, was er für richtig hält. Ich habe das jetzt für richtig gehalten. Und kein Mensch weiß eigentlich, was richtig ist. Ob das jetzt gut ist oder nicht. Manche entscheiden für sich. Bei Jungs muss man das Gott sei Dank nicht entscheiden. Ich, ehrlich gesagt, natürlich zeigt sich das erst im Nachhinein, ob das natürlich eine gute Entscheidung war oder ob sie Probleme damit hat oder Gott weiß was. Ich wünsche ihr jedenfalls nicht so eine unangenehme Situation. Ich fand die Schwestern super lieb. Ich fand die Ärzte, der Arzt war so ein bisschen, huschi huschi. Ich habe natürlich keine Zeit, ewig. Die Schwestern waren alle super lieb, hat keiner so. Man hat nur so geguckt auf mich, ob es mir überhaupt gut geht, weil mein Gesicht immer so hell ist. Und natürlich, wenn man unter Narkose liegt und dann aufwacht, ist man nicht super rosig und sieht toll aus. Leider nicht. Und sie da so, oh, geht sie nicht gut? Ich so, doch, ich bin nur ungeschminkt. Wieder mit diesen, ich bin nur ungeschminkt. Ich bin's doch nur, ich bin doch nur ungeschminkt. Obwohl die mich ja nicht geschminkt kennen. Aber trotzdem haben sie gefragt. Mein Gesicht ist halt normal heller als mein. Ist das Körper so? Ich war ja oben ohne. So ziemlich. Also ich lag ja nur in den Ärmeln. Ehrlich gesagt, bei der ersten OP war das so ein bisschen, die haben belastungstechnisch, ich durfte keinen Sport machen, ich durfte 4 Wochen lang keinen Geschlechtsverkehr haben, ich durfte 4 Wochen lang nicht baden, nicht ins Schwimmbad. Hier in der Uni war das so, ich durfte einfach nur 4 Wochen nicht baden und keinen Sex haben und fertig. Und ich denke mir, was war denn das? Andere, bei der letzten OP war ja genau dasselbe. Da habe ich eine Krankmeldung für 2 Wochen gleich bekommen. Und bei dieser hätte ich nur für heute bekommen. Ich denke, das hat, sag mal, geht's noch? Ich darf ja trotzdem nicht Schweres heben. Ich meine, es war ja trotzdem ein Eingriff. Ich meine, ich blute noch. Klar, ich gehe trotzdem, auch wenn meine Tage sind, trotzdem arbeiten. Aber dennoch fühle ich mich nicht fit genug, um gleich am Montag hier durchzustarten oder am Samstag. Naja, ich fand das so ein bisschen, als wollte er einfach schnell durch damit sein. Am unteren Wimpernkranz würde ich gerne dieses wunderschöne Grün hier auftragen. Ich weiß noch nicht, ob ich das so schön finde oder nicht. Also ich fand es heute ein bisschen so... Was ist denn daran jetzt anders da? Aber vielleicht behandelt ja jede Klinik anders da oder auch nicht. So. Natürlich fühle ich mich heute einigermaßen gut, aber ich würde nicht sagen, sogar das Hinsetzen ist so unangenehm. Ich habe auch Unterleibsschmerzen schon davor gehabt. Und da möchte ich nicht unbedingt irgendwelche schweren Kisten schleppen. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Aber naja. Wir versuchen unser Bestes. Versuchen einfach das Beste aus unserem Leben zu reißen. Ihr wisst, ich denke schon oftmals positiv. Ich denke nicht so positiv, dass alles easy peasy ist und die ganze Welt ist so happiness und keine Ahnung was. Sondern ich denke ein bisschen realistisch. Ich möchte schon wissen, was die Folgen sind. Ich bin gerade übrigens ins Dunkelgrüne gegangen. Oh, ich kann mir so richtig schön Eyeliner gerade vorstellen. So von diesem Hellgrün ins Dunkelgrün rein. Mein Freund denkt sich, die Alte, die ist doch bestimmt noch unter Narkosemittel. Nee. Nö. Ich brauche so ungefähr eine halbe Stunde, um klar zu sein. Ich könnte auch jetzt eigentlich Auto fahren. So klar fühle ich mich. Also wenn ich was getrunken habe... Merke ich schon, nee, kannst du nicht. Aha.
Aber jetzt fühle ich mich eigentlich gut. Könnt ihr das erkennen? Sieht richtig cool aus irgendwie. Feiere ich gerade. Ja. Wie es weitergeht, ist immer so eine... Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Ich benutze einen Pinsel, womit ich highlighte. Eigentlich. Und ich highlighte gerade mal meinen Innenwinkel. Und das möchte ich hier mit diesem hellrosanen Ton machen. Könnt ihr überhaupt was erkennen, wenn ich das so mache? Ja. Ich finde die Zoeva Kaffeepalette absolut herbsttauglich. Das wird auch, denke ich, ein Herbstlook sein. Also ich finde das... Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Jetzt, oder? Ich habe es einfach nur hier hell und da dunkel. Man sieht schon mal richtig gut aus. Könnte ich eigentlich eine Base auftragen? Man hat so viele Varianten, sage ich euch. Man kann so viel eigentlich machen. Ich trage mir eine... Ich trage mir ein Metal Shock Lip Paint auf in so ein dunkelgrün. Ich habe jetzt nichts so dunkelgrünes, was ich so benutzen könnte. Deswegen trage ich den hier auf. Der ist von Essence und ist die Nummer 06 Poison Ivy. Und den setze ich mir. Ich hole euch einen Ticken näher an. So. Und achte mal darauf, dass ihr auch im Bilde seid. Und setze mir den jetzt erstmal hier. Ich bin mir noch nicht sicher, was dieser Lip Paint so kann. So. Und damit, darauf setze ich gleich irgendwas lidschattentechnisch. Und zwar den grünen. In die Mitte. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Auswahl war, den Lip Paint da drauf zu machen. Weil er ist beppig. Er trocknet gar nicht so matt, wie ich jetzt gerade befürchtet habe. Einfach in den Innenwinkel. In den Mittelwinkel. Also einfach in die Mitte. Und mit den dunkelgrünen gehe ich hier. Ziehe ich das rein. Ist auch ein schöner Schimmerton. Was hier? Ob ich das Rosa da reinmachen soll? Es bebt noch. War keine gute Idee. Lasst das, Mädels, mit diesem Lip Paint von Essence. Ich setze mir den dunkelgrün auch hier in die... Ich mache ein Halo Eye. Kann man, denke ich, ganz gut erkennen. Man kann auch wieder in das Hellgrün gehen und einfach wieder ein bisschen aufbauen. Dasselbe mache ich gerade eben am anderen Auge und dann hole ich euch nochmal dazu. Also, meine Augen sind jetzt ähnlich gleich, wie auch immer ihr es sehen wollt. Ich kann euch diesen Lip Paint überhaupt nicht empfehlen, denn er ist immer noch glitschig, immer noch, weiß nicht, was das ist. Den sortiere ich auch aus. Ich dachte eigentlich, dass das so eine trockene Basis wird, weil Lip Paint, das heißt für mich, das wird irgendwie fest. Da wird gar nichts fest. Das bleibt immer noch. Also es kriecht dann alles, aber es macht nichts. Ich verlasse heute das Haus eh nicht. Was man noch machen kann, ist einfach nochmal die Kanten nacharbeiten. Einfach zu schauen. Na, einfach mit dem Ton, was man vorher hatte. Ein bisschen die Kanten ausbauen. Kein Lidstrich mache ich. Ja. Vielleicht erkennt ihr das, dass meine Augen unterschiedlich denn je sind.
Also auch nicht vom Schminken her, sondern einfach so schon unterschiedlich. Ist halt so, ne? Dann Wimperntusche, ganz wichtig. Da benutze ich meine Liebste, einfach von LR, die Deluxe. Und dann habe ich noch so ein Highlighter-Set. Die können wir auch ordentlich tuschen. Macht keine Sau was aus, wenn die ordentlich getuscht sind. Und ich habe weniger als 20 Minuten gebraucht. Die Paletten sind richtig, richtig schön von zu Eva. Ich mag nicht alle. Ein paar habe ich natürlich aussortiert, weil ich einfach von den Farben über. Ich habe einfach wirklich zu viel. Und doch, das gilt für mich schon. Ich muss gucken, was ich gleich habe. Was kann ich loswerden? Was tut mir da nicht so weh? Danach gehe ich. Wozu greife ich zu selten? Ich habe das Gefühl, hier ist es nicht ganz so grün geworden wie da. Seht ihr das? Wobei von der Kamera nicht so rüberkommt. Dann einfach nochmal nachtragen. Aufbauen kann man immer so viel man will. Das wisst ihr ja. Das erste, was man natürlich nach der OP machen musste, ist Klarlack auftragen. Wenigstens irgendein Nagellack. Da habe ich heute meine Nägel noch lackiert. Wunderschön. Erinnert mich an Watermelon von Essie. Ist aber von Avon Mark. So. Ich möchte ein bisschen mein Gesicht skulpturieren. Das mache ich jetzt ein bisschen mit. Voilà. Für 3 Euro. Das mal. Dann benutze ich jetzt mal das hier. Kann man auch machen. Ist übrigens von Catrice mal so ein Duo gewesen. Ein bisschen Bronzer. Ich muss gerade gucken, dass ich da überhaupt noch was rausholen kann. Deswegen benutze ich das mit diesem Pinsel. Damit komme ich wenigstens richtig rein. Das trage ich jetzt erstmal so auf. Und dann gehe ich hin und verblende. Ich finde, wenn man skulpturiert, also wenn man Schatten geschaffen hat, sollte man das auch gleich ausblenden. Und ich habe ja meine Foundation nur so ganz zart gesettet. Und es gefällt mir mit dem Primer noch besser. Also je öfter ich die Foundation auftrage, je mehr gefällt sie mir. Aber trotzdem werde ich sie mir nicht nachkaufen, denn dass ich so einen Wow-Effekt habe, habe ich leider nicht. So, ein bisschen rutschen, muss ich sagen. Dann fühlen wir uns nicht ganz so allein. Mein allerliebstes. In letzter Zeit nicht so. In letzter Zeit mag ich das auch gerne mal so schimmernd. Und ich brauche einen anderen Pinsel. Ich werde mir den Morphe zulegen, diesen fluffigen. Ich wollte ihn mal kaufen und dann irgendwie voll untergegangen, als ich meine Morphe-Bestellung gemacht habe. So. Für die Lippen können wir was Herbstiges ausprobieren. Und zwar, ich möchte auftragen was Lilanes, Dunkellilanes oder was Dunkelbordeauxes. Ich trage mir den hier auf und top den dann noch. Das ist von NYX Lingerie, Liquid Suede. Oh, put it on. Lip Liner. Nee. Mein erster Herbstlook ist fertig. Ja. Herbstig mit zu Eva. Das passt doch so rauchig. Und ich trinke jetzt auch einen Kaffee. Das passt auch ganz gut. Ich wünsche euch was. Schreibt mir gerne irgendwelche Fragen oder ob ihr was auch Ähnliches erlebt habt. Ihr dürft mit mir alles teilen. Gerne auch Privatnachrichten.
Ja. Und hätte ich wahrscheinlich nicht noch einen Kinderwunsch. Ich weiß nicht, ob ich den Kinderwunsch nicht, ob der für mich nicht abgeschlossen wäre, wenn ich nicht so einen Fall hätte. Wisst ihr, was ich meine? Dass man da in die Bredouille kommt, will man oder will man nicht? Wenn die Gebärmutter da rauskommt, wie schön rosig ein Zahnfleisch ist, gell? Bei so einem hässlichen, kackgrünen Metallic Lipstick. Naja, ja. Wir können ja gerne nochmal uns austauschen. Vielleicht habt ihr ja Fragen, dann fragt. Ich kann es auch so in ein Q&A machen, wenn ihr Fragen habt und ich beantworte euch das. Ciao, ihr Lieben.